Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Reichsbürger sind ja ein Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker, für Rechtsextreme. Und ich würde eigentlich noch weitergehen. Ich würde sagen, dass die Ideologie der Reichsbewegung eigentlich im Kern rechtsextremistisch ist. Sie ist ja antisemitisch, sie ist geschichtsrevisionistisch, sie ist rassistisch. Man könnte noch andere Merkmale aufrufen. Vor allen Dingen aber ist sie eben auch gewaltbereit. Und das hat der Fall am 19.10. dieses Jahres in Bayern gezeigt, der ja tödlich geendet ist. Und deshalb, das will ich hier vielleicht auch sagen, bin ich froh, dass auch Bewegung in die Sache gekommen ist, was die Beobachtung der Reichsbürgerbewegung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz angeht. Ich glaube, dass wir das brauchen und dass man die Reichsbürger hier sehr ernst nehmen muss, auch was ihre Gewaltbereitschaft angeht. Die Reichsbürger, ich hatte gerade schon auf ideologische Merkmale hingewiesen, die Reichsbürger erkennen eben auch rechtsstaatliche Strukturen und unseren demokratischen Rechtsstaat, unsere Behörden nicht an. Und das führt zum Teil zu Situationen, die man als kurios vielleicht bezeichnen könnte, dass sie sich eigene Pässe schaffen, eigene Dokumente, dass sie keine Steuern zahlen wollen, dass sie keine Bußgelder akzeptieren und zahlen. Und auf jeden Fall machen sie damit den Behörden, aber auch den Gerichten sehr viel Arbeit. Und das ist eben auch bei der sogenannten Malta-Masche der Fall, die ja für die betroffenen Personen sehr belastend ist. Herr Oppendreng hatte gerade schon darauf hingewiesen, wie diese Malta-Masche funktioniert. Da werden Schadenersatzforderungen im Prinzip frei erfunden. Man trägt das dann in ein Online-Handelsregister in den USA ein und dann werden die Forderungen abgetreten an ein Inkasso-Unternehmen auf Malta, was eben wohl auch von Reichsbürgern gegründet wurde. Das ist, wie gesagt, sehr belastend für die betroffenen Personen und das betrifft natürlich insbesondere, auch das hat Herr Oppendreng gesagt, Personen, die eben auch selber für den Staat arbeiten und wo ich glaube, dass es da insbesondere wichtig ist, eben auch die politische Unterstützung zu geben und zu gewährleisten. Und deshalb kann ich für uns als grüne Fraktion auch sagen, dass wir froh sind, dass im Bereich Reichsbürger insgesamt, aber insbesondere auch zur Malta-Masche ja schon einiges geschehen ist. Also, dass sich das Auswärtige Amt mit den maltesischen Behörden in Kontakt gesetzt hat, dass klar gemacht wurde, dass diese frei erfundenen unrechtmäßigen Forderungen eben nicht vollstreckt werden dürfen. Und ich bin auch froh, dass insbesondere auch die NRW-Behörden ja sehr schnell auch hingegangen sind auf Landesebene und die kommunalen Behörden informiert haben, eine Handreichung gegeben hat, auch in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Das ist vielleicht auch wichtig. Und dass das Landesamt für Verfassungsschutz, was in NRW ja im Innenministerium angesiedelt ist, eben auch einen Ansprechpartner für die kommunale Ebene genannt hat, damit genau solche Fälle auch gemeldet werden können und man sich in Verbindung setzen kann und es klären kann. Ja, ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass wir bei diesem wichtigen Punkt, wo ich glaube, dass wir politisch gar nicht so weit auseinanderliegen hier im Haus, dass wir hier einen gemeinsamen Antrag mit der CDU hinbekommen hätten. Wir haben uns hier an die CDU-Fraktion gewandt mit Formulierungsvorschlägen zu ihrem Antrag, die aus meiner Sicht durchaus einigungsfähig gewesen wären. Wir haben leider von Ihnen nur die Rückmeldung bekommen, machen wir leider nicht mit, ohne Begründung. Ich finde das persönlich sehr schade, weil ich finde, dass wir gerade bei diesem Thema Reichsbürgerbewegung ja eigentlich fraktionsübergreifend, also die anderen beiden Fraktionen haben nicht geredet, aber ich vermute es. Von Herrn Dr. Oppendreng. Ja, natürlich. Ich gerne. Bitte schön. Wären Sie in der Sache etwas nachsichtiger mit uns, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es nicht um die inhaltlichen Formulierungen des eigentlichen Textes, sondern um das Schönreden der Situation in den Beschlusspunkten ging? Das heißt, wir haben aus meiner Sicht keinen Dissens bei der Beschreibung im Textteil, sondern, wie ich eben deutlich gemacht habe, in meiner Rede eher im Beschlussteil. Also ich glaube, auch da wäre man trotzdem zusammengekommen, weil wir ja dasselbe Anliegen haben. Aus unserer Sicht machen die Behörden schon sehr viel und das ist auch gut so. Aber ich glaube, man wäre zum Beispiel an dem Punkt zusammengekommen zu sagen, dass man auch dranbleiben muss und gucken muss, wo gibt es noch weitere Bedarfe, etwas zu tun. Und da finde ich schon schade, dass auf unsere Mail hin, ob man was Gemeinsames machen kann, nur gesagt wird, nein, ohne irgendeinen Versuch zu starten, zu gemeinsamen Formulierungen zu kommen. Und das bedauere ich, weil ich glaube, dass das politische Signal, dass wir hier als Parlament gemeinsam gegen die Reichsbürger vorgehen und insbesondere auch bei der Malta-Masche tätig werden und da die Betroffenen unterstützen, hätte ich politisch schon für wichtig und sinnvoll gefunden. Jetzt ist es leider so, wir haben zwei Anträge. Wir werden den CDU-Antrag natürlich ablehnen. Was anderes haben Sie wahrscheinlich nicht erwartet und unseren Entschließungsantrag entsprechend annehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer, für die FDP.